Ja. Moment, sind da So, keine Zombies. wieder da. Ja, Bibi. T-Rex. Es kann sein, dass einer GG. Richtung Flugfeld abgehauen ist. Habt auf einen geschossen. Nee. Aber die Zombies sind verschwunden. Und ich habe noch einen weißen Fleck über die Hügel in dem kleinen Wäldchen verschwinden sehen bei den Armeezelten. Was denn noch für Armeezelte? Wo sehen denn hier Armeezelte? Ja, zeige ich dir gleich. Ihr könnt es wieder wegpacken. Wir laufen jetzt weiter rum. Ich sehe so viele weiße Punkte. Dann Das mache ich hier mir gar keine. vor Schreck erstmal ein Bier auf. Prost. Prost. Meinst du das alle? Meinst du auch? Und vor lauter Schreck mache ich mir nochmal keine Zigarette an, weil die Schachtel im Wohnzimmer liegt. Ich könnte heulen. Wir laufen gerade rechts drum, ums Dorf. Ja, ich bin links oben auf dem Berg. Ich bin fast in Sniper-Position. Weil du von da, wo wir vorher waren, nichts sehen konntest. Gar nichts. Deswegen laufe ich jetzt mal rechts rum. Also auch auf den Berg zu. Wo du meinst, dass einer weggelaufen ist, war das der Berg, wo wir sonst liegen? Direkt eher bei den Armeezelten. Der kleine Wald, das ist ja so der Hügel da Ja. Richtung Flugfeld. Und Weil da. Zombies sehe ich hier nicht. Nee, also war ich aber nur diesen leuchtenden Fleck da, weißt du, gesehen, der noch über den Hügel rüber ist. Aber weiß halt auch nicht, ob die. Ich sehe ich ganz viele weiße Flecken. Aber ich weiß halt nicht, ob die von dir sind. Aber Also wenn du oben auf dem Hügel. wegen mir ist hier nichts gespawnt. Wenn du auf dem Hügel liegst, auf der Sniper-Position zu weit unten. Ich bin oben auf der Kuppe. Dann spawnen ja zumindest unten am Fuß die Zombies. Also ich suche nach Snipern hier, aber es müsste doch hier auch den Namen angezeigt werden, oder nicht? Wo befindet ihr euch gerade? Weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, Ich meine müsste auf schon. dem Server. Oh, ich guck direkt gegen die Sonne. Wir befinden uns praktisch Höhe Wald. Was haben wir denn noch am Server? Oh, genug. Sehen Schwein. Ja, das ist Jens, aber was siehst du noch? Du Arsch! Ich sehe gar nichts, weil die Sonne noch gerade am Untergehen ist und wir direkt in die Sonne gucken. Ganz schlecht. Ich habe so ein bisschen Angst. Ich liege jetzt genau auf unserer Sniper-Posi, wo wir letztes Mal Diese gelegen haben. blöden hellen Flecke, ne? Die irritieren mich total. Du müsstest mich ausmachen können, wenn du mit der Maus drüber gehst, oder nicht? Da, wo wir letztes Mal gelegen haben, also genau da. Hier sind ja tausend weiße Flecke. Und hier unten bei den Armeezelten kann das sein, dass die von uns kommen. Also von Armeezelten, das dürfte ja auch, ja, ich bin jetzt auch schon so relativ nah dran. Also wir kommen von deiner linken Seite, ne? Nicht, dass du dich erschreckst Von und so. links? Ja. Leuchten Gegner eigentlich auch grün? Ich weiß es nicht. Der Helikopter liegt da nicht. Nee, hätte ich auch sagen können. Die blöden Viecher hier ausleuchten.
Im Laden irgendwas zu sehen? Moment. Ja, ich guck gerade rein. Da sehe ich aber auch keine Zombies. Nee, im Laden ist nichts. Aber ich sehe auch gar keine Zombies. Das verunsichert mich noch mehr. Ich habe... Doch, die weißen Punkte sind rechts vom Laden bei mir alle. Ja, und die können halt von dir noch sein. Ja, Militärzeit ist jetzt auch Zombie-Spawn. Ja, habe ich doch gesagt, das sind die von uns, glaube ich. Diese blöden Punkte, ne? Bist du ganz oben? Ne, in den Zwischenbüschen. 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 Da, wo wir beide gelegen haben, genau da. Ach. Wir haben so oft überall irgendwo gelegen. Angst macht Runen, ja schon. Doch nicht hier! Irgendwie nicht, ja. Warte mal, ich muss mal kurz die Waffe wechseln. Scheiße. Hoffentlich verliert er uns. Ich meine, das ist ein Server, wo ich den einfach mit der Maus drüber gehen muss, dann werden die Gegner angezeigt. Deswegen ist das hier sehr riskant. Eigentlich müsstest du uns ja gehört haben und gesehen, oder nicht? Nö. Ihr guckt eben unten auf dieses Dörfchen da, oder was das ist, oder Basis, oder... Auf das Dorf, ja. Weil hinter uns ist alles voll Kühe. Ich will Kühe! Wo bist du denn? Seh ich nicht. Rechts, ich gucke auf die beiden großen, also ich könnte in die beiden großen Zelte reingucken, mit dem, mit der Barriere davor. Bist du so weit unten? Nee, ich bin so in halbe Höhe, würde ich sagen. Da sind zwei Zelte. Oder zwei Zelte. Gott, zwei Büsche. Ich weiß, dass da zwei Zelte sind. Noch zwei mehr Büsche. Zelte. Zwei Büsche! Arschloch! Ich sehe dich nicht. Ja, du musst mich ja auch nicht sehen. Wenn du mich nicht sehen kannst. Zombie. Mit der Maus, dann ist ja, okay. Ja, deswegen sollst du ja nicht da unten rumlaufen hier. Wenn der dich nicht sieht, dann kommt er nämlich auch nicht hoch. Der ist ja schon fast oben. Du warst ja hier weiter unten. Ja, aber der. Das ist ihm zu steil. Der hat Angst. Der mag keine Berge. Ich weiß trotzdem nicht, wo der blöde Jan ist. Aber du hast gesagt, du siehst nichts. Ich kann nichts erkennen. Ich habe doch das Gefühl, rechts von mir die Zombies sind... Wer schießt? Ich. Alter, bist du hinter mir? Deswegen sag ich ja, du bist ganz schön weit unten. Ich dachte, ihr seid links von den Zelten im Wald. Wir sind einmal rumgelaufen. Dann bitte erschießt mich nicht, ich liege zwischen den Büschen weiter Richtung Zelte. Ey, ich habe keine Ahnung, was ihr meint oder wo ihr... Bei mir wird's ja, wir gehen wieder jetzt hin. Jan, bei mir wird es schon wieder hell und dunkel und... Bei dir wird es hell und dunkel? Also es ist immer, du schließt die Augen einfach viel zu langsam. Ach so, das ist mein Alter so. Ja, du musst die einfach danach schneller wieder aufmachen. Das ist ganz also, normal. Bei mir wird das auch immer dunkel, wenn ich die Augen zumache. Mir ist einfach nah. Und ich erschieße dann die Zombies. Tanabik, ich würde mir gerne noch eine Zigarette holen. Gleich wieder da. Ja, dann verstecken wir uns, weil dann... Ich brauche maximal 30 Sekunden, gleich wieder da. Hallo? Hallo?
Toll. Da geht man nur mal eine Zigarette holen, alle sind weg. Was jetzt? Ich möchte so ungern das Video schneiden. Ich werde wohl keine andere Wahl haben. Und ich weiß echt immer noch nicht, wo ihr jetzt seid. Oben bei dem grauen Häuschen. Dann seid ihr 20 Meter hinter mir. Deswegen sage ich ja, du liegst ganz schön weit unten. Ich will ja auch reingucken können, sonst sind die Bäume im Wege, wenn ich die Zelte sehen will. Ich sehe Bohnen im Einkaufsladen. GZ. Ja. So, wie lange braucht der alte Mann denn? Ja, bis die ganzen Tropfen da fängt sind, das dauert bei alten Leuten ein bisschen. Ne, Jens? Willkommen zurück! Wir haben auch gar nicht gelästert! Ich bin hinter dir, Jens. Gerade du, nee, ich hab's gerade auf der Uhr gesehen, gar nicht mehr so lange tun. Ja, dann gehen wir noch kurz Armeezelte und dann findest du vielleicht eine gute Waffe. Morgen bei Zeiten raus. Wo bist du? Hier, da wo du eben warst. Definition für bei Zeiten. Bitte? Definition für bei Zeiten. Ah, wird wohl so 7 werden. Ich muss um 6:30 aufstehen. Da kann man ja wohl bis um 3 zocken. Wir laufen jetzt runter. Also ich erschieße die Zombies. Ich höre euch links neben mir laufen. Ja, du läufst an mir vorbei. Naja. Soll ich euch mal ein bisschen Angst machen? Ach, nö. Ja, weil wenn du schießt, dann kommen bestimmt keine Zombies. Soll ich mal schießen? Ich wechsle die Position, gehe weiter nach links in den Wald. Schießt ihr? Ja. Gut. Sonst hätte ich schon voller Panik gerufen. Wahrscheinlich auch, dass ich blute oder tot bin. Wie du siehst. Wo ist er denn? Wo ist er jetzt? Hinter dir. Pass auf, in den Zelten sind manchmal Zombies drin. Und nicht wundern, du siehst nicht immer, wenn was da liegt. Sondern manchmal siehst du nur das Symbol, dass du was aufnehmen kannst. Aber hier liegt gerade gar nichts drin. Der hat noch eine AK-Munition, der Zombie hier. Das ist was für mich. Der draußen, oder? Der drin. Ja. Oh, Heiko, wir haben das mit der Munition vergessen. Ja. Auch so. Ich komm mal runter! Ja, ganz witzig, aber ich sehe es schon wieder nicht, dass der was einstecken hat. Das war vor uns schon mal. Wieso? Du siehst doch das Symbol, oder nicht? Ja, aber es wird mir nicht gezeigt. E drücken und dann müsste eigentlich AK-Munition stehen. Auf der linken Seite dann, was du noch, was, ja, du, ja, ja, ja. Was du noch nicht besitzt. Ich hatte mir das nicht angezeigt. Achso, jetzt zeigt er mir das. Oh, grad Monster-Leck. Warte mal. Ich bin unten. Ich bin hier hinter euch. Mach mal ein bisschen Platz. Guck mal, warte, hier ist noch ein Symbol. Aber ich sehe es jetzt auch gerade nicht mehr, das AK. Wo ist das denn? Wenn du die normalerweise vorgehoben bist. Ich bin da. Also ich sehe es auch gerade nicht. Danke.
Bitte. Der wollte mit meiner Munition einfach nicht sterben. Und es ist nur einer rechts. Oh, das ist so riskant, was wir hier tun. Oh. Du bist runtergegangen. Ja, weil... Warte. Ich brauche DMR-Magazine. Ja, heul doch. Ja, tu ich doch! Also, hier gibt es immer zwei Positionen. Einmal hinten in der Mitte und einmal vorne beim Eingang, wo es liegen kann. Hier liegt zum Beispiel eine Map drin, in dem Einzelt. Hast du schon eine Map? Nee, hat er noch nicht. Ja. Er AK. Die braucht er doch, oder? Ja. Ja. Hier liegt schon mal Munition für dich. Ich freue mich. Warte ganz kurz, ich habe nämlich gerade was zu trinken gefunden. Hier, wo ich bin in dem Zelt, hier, geradeaus ist... Oh, hier AK. Ist was? Pellets, empty. So, das ist ja leer. Okay. E-Boat, water. Hier ist noch eine Militärtaschlampe, wenn jemand Langeweile hat. Oh. Da ist hier, der erste Haufen ist für dich ein Magazin für die AK. Hier sind noch drei Magazine für die AK. Lol. Hendrik was killed. Ja, AKM brauche ich ja nicht. Gott sei Dank war kein Jan davor, sonst wäre ich tot. Ja, ja, wo kommst du denn her? Oh, ich muss mal hier drei Leute machen. Das klingt immer, als würden die Einschläge direkt vor meinen Füßen sein. Wenn du schießt. Hier ist es doch. Ey, sonst sind überall AK-Munition. Ne? Aber jetzt nicht, natürlich nein! Hier, AK-Munition. Hier ist auch keine Munition. Und jetzt hat den kleinen Rucksack, verdammt. Hier ist nämlich eine MP5. Die ist wesentlich besser als die AK. Die warten was abzulegen. Oh, hier ist ein neuer Rucksack für Jens. Oh, was? Der ist zumindest eine Nummer besser wie deiner, den du gerade hast. Hier ist noch mehr AK-Munition. Oh! Mal ganz kurz, das mache ich jetzt mal ganz an. Oh, danke. Bitte. Wieso ist denn jetzt ein Zombie genau vor mir erschienen? Die verschwinden aber, wenn du im Zelt bist, eigentlich. Das ist, weil du in ihrem Spawnpunkt stehst. Ja, so wie bei mir gerade. Schönes Beispiel. Noch mehr AK-Munition. Also in fast jedem Zelt liegt AK-Munition. Ja, ich krieg's aber gerade keine mehr zusätzlich rein bei mir. Auch im Rucksack nicht? Ja, warte mal, wie war das? Open ich würde sowieso erstmal den anderen Rucksack aufnehmen. Ja, genau. Achso, okay. Na dann. Kann ich hier rauskommen? Ist hier Ruhe oder? Ja. Erstmal zurück zu dem anderen Rucksack. Der war ja dahinter. Wo war das? Bei dir, Jan, oder? Ja, wo ich stehe. Du stellst dich hier in die Ecke und droppst deinen Rucksack. Nein, nicht aufnehmen. Da, genau, da wirfst du deinen weg. Genau, jetzt drehst du dich nach links, benutzt den Rucksack. Ach, hier ist ein MP5-Magazin. Könnte Jens sich überlegen, die mitzunehmen. Was? Hä? Take, bla bla bla, ich weiß nicht, wie der Rucksack heißt. Ich kann nicht.